Wir sind in Deltaville, Virginia und haben die Strecke hier nach Norden auf uns genommen. Also 3 Tage von Elizabeth City nochmal nach Norden, Motorrad durch den Dismal Swamp Kanal, diesen uralten Kanal, den George Washington mit gebuddelt, also beziehungsweise vermessen und buddeln lassen hat. Und sind hier hoch in den Chesapeake Bay gefahren, weil hier in Deltaville die größte Ansiedlung von Boatyards und Marineausrüstern, also ein Zeug, ganz in diesem Teil der USA ist, also ein Riesenhaufen von Boatyards, und wir haben das Billigste ausgewählt. Wir werden hier für knapp über $200 an Land gehoben und wieder ins Wasser gesetzt und wollen hier, ich denke mal, 2 Wochen liegen, um einen neuen Motor einzubauen, den wir von Fetus gesponsert gekriegt haben, weil der alte ja immer wieder Probleme gemacht hat. Und da freuen wir uns echt drauf. Also das war ein Riesenakt, den Motor erstmal hierher zu kriegen. Der ist mit der Osaka Express, dem großen Frachter, hierher gefahren. Und jetzt liegt er noch in New York am Hafen. Da versuchen wir ihn gerade auszulösen und mit Zoll und alles und möglichst da keine Einfuhrsteuer zu bezahlen, weil wir den Motor wieder ausführen. Und jetzt versuchen wir das Ding hierher zu kriegen und dann bauen wir den ein und nehmen Kurs auf die Karibik. Unterwegs. Wir waren jetzt 3 Monate, glaube ich, in Camden in North Carolina, und jetzt sind wir gerade unterwegs in den Norden, noch weiter nach Virginia, nach Deltaville fahren wir gerade, um einen neuen Motor einzubauen. Das wird eine spaßige Zeit, da können wir auch dann Anti-Fouling neu machen und so diverse Sachen müssen am Boot erledigt werden, und dann können wir endlich wieder ins Warme, da freue ich mich schon drauf. Jetzt wird's eng auf dem Dismal Swamp. Gut, dass du weißt, wo wir sind. Durch Norfolk in Virginia. Also wir haben den Dismal Swamp verlassen und sind jetzt am Anfang der Chesapeake Bay und fahren hier gerade an der Marinewerft vorbei. Hier liegt neben uns direkt ein Flugzeugträger und wird irgendwie überholt. Und ganz viele Patrouillenboote, die aufpassen, dass wir nicht zu nah rankommen. Ganz spannend gerade. Mal in die Richtung drehen. Jetzt Mitte Oktober, und letztes Jahr um diese Zeit waren wir in Frankreich. Jetzt sind wir in den USA und warten darauf, dass wir aus dem Wasser gehoben werden. Das ist jetzt ziemlich aufregend, wie die Maverick von unten aussieht, ob sich unser Refit bezahlt gemacht hat und ob alles noch hält. Ich denke schon. Und ein neuer spannender Abschnitt liegt vor uns. Unser
Land. Sieht wunderbar aus von unten. Und naja, ist gar nicht so viel Arbeit, wie gesagt. Also die Fläche. So. Naja. Aber ich irgendwie, man sieht nichts, es ist zu dunkel. Wir sind unterwegs, wir sind in Baltimore gerade, fahren hier durch den Hafen und gucken mal, oder? Ja, richtig gefahren. Wir fahren hier gerade durch den Hafen von Baltimore und sind auf dem Weg nach New York. Yeah, man, New York, baby. New York, baby. Wir sind unterwegs. Wir fahren gerade durch den Hafen von Baltimore und sind auf dem Weg nach New York, um dort unseren Dieselmotor abzuholen. So, wir sind in Newark und kommen gerade vom Zoll. Und es hat 20 Minuten gedauert und 0 Euro gekostet, um das Ding da rauszukriegen, und das war echt unfassbar einfach. Also wir haben ihm das Zeug, ich habe gesagt, wir sind auf Segelboot, bla bla, Motor ist kaputt, wir kriegen 9 und der liegt hier schon hier im Dings und habe ihn gefragt, ob er noch Cruising Permit oder Bootspapiere haben will, und sagte, nö, passt schon, alles, setzt euch mal hin. Ja, und dann 20 Minuten später kommt er, wir sehen bloß, wie er da rumläuft, bang, bang. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall Freigabe und fahren zum Warenhaus, also zum Warehouse, zum Lagerhaus. Und da wollen wir mal gucken, ob wir das Ding finden und ob wir es hier reinkriegen ins Auto. Ja, ob wir es hier reinkriegen, das wäre noch was, ey. Scheiße, links hier hätte ich links abgemusst. Oh. Jetzt fahren wir hier, glaube ich, die Bronx nicht auf der anderen Seite wäre, würde ich sagen, das ist die Bronx. Ah, der hat schon umgerechnet. Ja, zeigt, kommt raus, perfekt, geradeaus mehr rüber. Wir sind auf dem Rückweg von New York, 8 Stunden am Rad oder so, und im Kofferraum ist eine gelbe Kiste, unser neuer Dieselmotor. Alright, John, you tell me what you want now, okay? Mm-hmm. Yeah, down, looks good. Just keep coming down. Would you rather boom or winch? Coming down. I don't care. Winch it down. I don't think it's going to slip. Good. All right, look at the water, right, the hose, okay? Mm-hmm. Yeah. No, on this, on the starboard side. Oh, this one, yeah, okay. Yeah, mm-hmm. Okay, all right. It's from the sink. Okay. Wow, man. Historischer Augenblick. Schweiß von der Nase, Nasenspitze wischen. Ja, ich habe nach 2 Tagen Einstellung jetzt fast endlich die richtige Position gefunden für den Motor. Jetzt mache ich ihn so fest. Da sind die Schrauben, die neuen. Wir haben extra eine 9/16 Nuss, weil der hier alles nicht metrisch, sondern zellig ist. So, jetzt muss ich einfach markieren. Wow. Hat die Haare überall.
So, in diesem Chaos hier nehmen wir jetzt unsere neue Maschine in Betrieb. Jetzt machen wir noch dieses mit Uran versetzte Zeug hier da rein. Das ist das Frostschutzmittel. Zu viel gemacht. Für dich? Ja. 2 Checken, der ganz schön leise ist, wenn der Deckel zu ist. Kathi steht draußen am Ruder und verzweifelt. Wir haben noch ein merkwürdiges, pickerndes Geräusch und wissen noch nicht, woher das kommt. Das hört man mal ganz gut hier gerade. Doch, doch. Kathi, draußen ist 4 Grad. Was empfindest du? Solange ich nicht draußen bin, empfinde ich wohlige Wärme. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt in den Süden fahren. Und so sieht deine Schwester abholen. Wird aber noch ein paar Tage dauern, bis wir da unten sind. Ja, das stimmt. Heute ist der 5. Dezember. Oh, morgen ist Nikolaus. Oh, ja. Hoffentlich kommt er auch zum Verkaufstreffen. Manchmal sieht man in der Stadt Leute, die haben genau das gleiche an Partnerlook und denkt, was für der. Das sind wir. Heute ist der 6. Dezember und Johannes war nicht artig. Kein Nikolaus. Kein Nikolaus. Der Nikolaus hat mir ein bisschen was überwiesen, das macht er bei älteren Leuten. Mhm. Danke, Mama. Nikolaus. So, wir sind heute wieder mal auf dem Intracoastal unterwegs und wir sind auf dem Intracoastal wieder unterwegs. Es ist heute relativ warm, 12 Grad. Wir haben auch nicht gefroren heute Nacht und mal gucken, was der Tag so bringt.
Wir haben den 7. Dezember. Und es ist viel zu früh und viel zu kalt morgens. Und wir heizen gerade hier das Schiff ein bisschen auf. Mit unserem Heat Buddy und seinem Gaskocher. Da wollen wir gleich lostuckern. Und die Kamera ist beschlagen. Aufgrund von Feuchtigkeit. Hier drin ist alles nass. Man sieht im Wasser. Es ist 7 Uhr morgens, wir sind schon eine halbe Stunde unterwegs, weil wir ein großes Schießgebiet und Trainingscamp der Marines vor uns haben. Und ab 8 Uhr sperren die dann manchmal den Indoor Coastal, deshalb wollen wir vor 8 dann noch rein und hoffen, dass wir da durchkommen, dass wir das da durchlassen. Und sind heute Morgen in Swansboro gestartet und hier ist ganz viel Nebel gewesen, voraus ist auch fast nichts zu sehen, keine Tonnen und nichts. Und genau, wir wollen heute noch einen langen Tag auf dem Indoor Coastal machen. Gespannt, wie das klappt. Wie war denn die Schwitzwassersituation heute? Es ist deutlich wärmer geworden in den letzten Tagen. Heute Nacht sind wir wach geworden, heute Morgen, und hatten überhaupt kein Schwitzwasser mehr in der Kajüte. Ein bisschen in den Regalen, was gestern nicht weggetrocknet war. Witzigerweise war draußen alles nass, voller Tau, und drinnen alles trocken. Und sonst ist es immer andersrum. Drinnen alles nass und draußen alles trocken, weil die kalte Luft sehr, sehr trocken ist. Gerade gucken. Und es wird langsam besser. Heute. Gestern Nacht waren, glaube ich, 15 Grad oder sowas die Nacht, 14 Grad. Die nächsten Nächte ist immer mehr angesagt, immer 1, 2 Grad mehr noch, also es wird langsam wieder warm. Juhu! Wir drehen gerade unsere Kreise vor einer Brücke in North Carolina, die wir gerade um 5 Minuten verpasst haben. Während ich hier Kurve und Kurve fahre, ist Kati im Vorschiff und zupft sich die Augenbrauen. Hey! Hab ich gehört! Good afternoon, sir. We're southbound and would like to pass on the next opening. 10-4, Captain Nagis through here at 3:30. However, I believe there's a commercial vessel coming southbound. And if he gets here before the half hour, you are welcome to come behind him when he comes through. That sounds perfect. Thank you very much. Figure 8, Coast Guard Cutter Mayberry 13.